Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Ihr seht, es ist noch recht früh, wir haben noch gar keine Zielvorgabe. Aber ja, demnächst werden dann wahrscheinlich auch die ersten antreten und ja, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Es ist heute recht langwierig, das heißt, wir müssen circa 1400 Meter oder so schaffen, damit wir überhaupt in den Goldbereich kommen. Silber beginnt ab ungefähr 900, was einfach daran liegt, dass heute sehr, sehr viele einfache Elemente mit drin sind. Das heißt, es kommen sehr, sehr viele Wiederholungen, gerade dieses hier mit diesem Akkordeon-Teilen kommt sehr, sehr häufig oder auch, ja, also recht, es ist heute recht einfach gehalten. Ihr seht es auch schon, wir haben jetzt schon die ersten 300 Meter hinter uns. Und ja, bisher kamen noch keine großartig schwierigen Elemente. Hier auch nochmal hoch, das werden wir mehrmals sehen. Hier abschneiden, drüber, Auge klatschen, da auch nochmal Auge klatschen. So, diesen hier hoch, drüber springen. Noch eins weiter. Hier einmal drüber, Auge klatschen. Und zur Not, wenn euch was nicht ganz klar ist, seht ihr auch unten hier nochmal die Gamepad-Anzeige. Hier drüber, drüber, über den Spalt. Hier auch wieder hochziehen, sobald wir ungefähr drüber sind. Den können wir wegklatschen. Hochziehen, haben wir auch schon gesehen, dieses Ziehharmonika. Hier nicht hochziehen, ganz wichtig. Sonst haben wir verloren. Den Sandsack überspringen wir, der kostet eh nur Zeit. Die Feuerwand hier wieder drüber und wir haben schon die 900 Meter jetzt hinter uns. So, hier drüber. Einmal hier. Das hier ist ein bisschen gemein, wenn man es zum ersten Mal macht. Aber auch nicht sonderlich schwer. Der hier ist die Grenze zu Silber. Aus gutem Grund. Das schaffen recht wenige, wenn sie gerade neu beginnen. Hier auch wieder rüberziehen. Drüber. Hier kostet es mich jetzt ein bisschen Zeit. Das können wir allerdings hier durch die Schublade wieder aufholen ein bisschen. So, Ring rüberziehen. Eins weiter. Hier auf keinen Fall hochziehen. Sobald wir ungefähr auf der Schublade wieder sind, können wir weiterspringen. Und wir bekommen die 1200 Meter Pause. Und jetzt wird es deutlich schwieriger. Also ihr werdet es jetzt gleich merken. Dieses Element ist ja auch noch leicht und kennen wir. Aber es sollte jetzt gleich dann anziehen, wenn es wieder in Richtung der, ja genau, hier. Da scheitern auch einige, habe ich gesehen. Hier über die Ringe drüber, weiterziehen und jetzt kommen wieder diese Spielereien mit dem Wind hier hochziehen. Ach nee, doch nicht. So, und da renne ich außersehentlich dazwischen. Also ein Teil, den ich eigentlich auch noch schaffen könnte. Und 1500 ist im Moment gerade noch die Diamantengrenze. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich nachher nochmal probieren. Und ja, dann sollten wir heute eigentlich einen schönen guten Platz machen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch was gebracht, dass ihr auch Gold schafft. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!